Herzlich willkommen zu unserer Sendung Hoffnung um 12. Es schreibt uns jemand: Liebes Gebetsteam vom Missionswerk, ich bin so dankbar, dass ich einfach so mein Gebetsanliegen schreiben kann. Ich bin so dankbar für das entgegenkommende Vertrauen und die Herzlichkeit darin. Ich spüre in allem so sehr Gottes Geist. Herzlichen Dank für Resonanzen und auch diese Ermutigung. Ja, Hoffnung um 12. Auch heute wollen wir dich wieder ermutigen. Alles ist möglich, sagte Jesus. Schick uns einfach dein Gebetsanliegen auf gebet@missionswerk.de, im Chat oder am Telefon bis 13 Uhr. Alles ist möglich, sagte Jesus, als ihm ein Menschen gebracht wurde. Und in Markus 9, Vers 23 heißt es: Wenn ich kann, fragte Jesus, alles ist möglich, wenn du mir vertraust. Die haben ihn tatsächlich gefragt: Kannst du es? Oder willst du? Ja, Jesus will und Jesus kann. Es liegt hauptsächlich in uns. Vertrauen wir wirklich, dass er es kann? Vertrauen wir wirklich, dass er gesagt hat, er will? Und das ist auch die Sache für dich heute. Es ist nicht Jesus schuld, weil er nicht kann oder weil er die Kraft nicht hat, sondern es liegt oftmals an unserem Vertrauen. Vertrauen ist etwas, wie wenn ein Blinder geführt wird von jemandem, dann musst du vertrauen, dass der dich nicht in ein Loch hineinführt, sondern sicher über die Straße oder wo es auch hingeht. Das ist Vertrauen. Und wir dürfen wirklich Gott vertrauen in den Dingen, wo wir ihm anbefehlen, und dürfen wir ihm vertrauen. Und das ist manchmal Mangelware. Wir müssen immer wissen, ob es wirklich funktionieren kann und ob das kann, ob das Jesus kann, ob das Gott kann. Wir müssen das immer wissen und sonst glauben wir nicht. Aber das ist ja gar kein Glaube. Ich sag dir, vertraue, beginne zu vertrauen, Gott kann es. Danke, Herr. Herr, für jeden, der heute Mut fasst, dir zu vertrauen. Und nicht einfach dich als eine Option nimmt von vielen, sondern dir wirklich vertraut, dass du ihn durchs Leben führst. Auch über diese schwierige Zeit und auch über schwierige Situationen. Und Herr, dort, wo wir nicht mehr gehen können, Herr, da trägst du uns. Danke, Herr. Amen. Und wir vertrauen auch Gott, dass er eingreift bei diesen folgenden Gebetsanliegen. Und per E-Mail kam folgendes Gebetsanliegen: Liebes Team, ich warte seit über 30 Jahren auf meine Heilung von etwa 14-tägigen Migräneattacken. Dazu kommt oft Schlaflosigkeit. Ich glaube, dass Gott auch mich heilt. Herzlichen Dank. Und Jesus, wir danken dir für diese Person, die diese Migräne hat, dass du da eingreifst. Und wir danken dir, dass diese Migräne entmachtet ist im Namen Jesu. Und wir danken dir, dass du auch das mit ans Kreuz genommen hast, dass das aufhört und dass diese Migräne keine Wirkung und kein Recht mehr hat. Danke, Jesus, dass du diese Person heilst. Und ich danke dir auch, dass sie einen wunderbaren Schlaf bekommt, dass sie Frieden hat nachts, dass sie schlafen kann und dass dein Friede in ihr wohnt, in dieser Person. Danke, Jesus, dass diese Schlaflosigkeit ein Ende hat. Im Namen Jesus. Amen. Amen. Und eine Frau bittet weiter um Gebet. Ich habe durch Blutungsstörungen und das linke Auge ist blind. Vielen Dank. Und Jesus, ich danke dir, dass du auch dieser Frau begegnest, dass du diese Durchblutungsstörungen heilst, dass diese Adern wieder offen sind und dass dein heilendes Blut da durchfließt und dass nichts mehr hindern kann. Und ich danke dir, Jesus, dass das Blut wieder ungehindert in jeden Winkel kommt, in jede Zelle kommt. Danke, Jesus. Und auch dieses linke Auge, dass es wieder durchströmt wird von deinem heilenden Blut, dass es wieder in die völlige Normalität kommt und dass es wieder sieht, so wie du es geschaffen hast. Ich danke dir, Jesus, dass du eingreifst. Amen. Amen. Schreib uns dein Anliegen, wenn du Hilfe brauchst. Wir beten gerne für dich. Die Infos sind eingeblendet. Und folgendes Gebetsanliegen erreichte uns. Bitte beten Sie für mich. Ich werde von bösen Menschen aus meiner Verwandtschaft drangsaliert.
Bitte beten Sie, dass ich in Frieden leben kann und um Schutz und Erlösung vor diesen Menschen. Bitte beten Sie für einen Weg aus dieser Lage. Oh ja, so Dinge gibt es oft. Da möchte man wirklich beten, weil da haben wir tolle Zeugnisse, wo Gott wirklich die Feinde zu Freunde gemacht hat. Und ja, ich danke dir dafür, dass das auch in diesem Fall passiert. Ich danke dir dafür, Herr. Herr, schenke du dieser Person, die so darunter leidet, deinen tiefen himmlischen Frieden, Herr. Aber auch Frieden in die ganze Beziehung hinein. Und ich danke dir dafür, Herr, dass wir Frieden hineinrufen dürfen. Und Herr, sogar, dass wir Freundschaft hineinrufen dürfen. Herr, in diese Situation. Und ich danke dir dafür, Herr. Danke, Herr, dass auch ein Vertrauen da ist, Herr, dir zu vertrauen. Herr, dass du Wunder tust. Und Herr, ich danke dir dafür. Danke, Herr, dass du jede Person, auch die, die bittet, Herr, wirklich Weisheit schenkt, damit so umzugehen, Herr. Herr, dass keiner irgendwo im Wege steht für das, was du tun möchtest. Danke, Herr. Amen. Und ein Mann bittet um Gebet. Mein Bruder ist schwer herzkrank. Ich bitte um Gebet für ihn und seine Frau. Ja, da möchten wir auch gleichzeitig für alle Herzkranke beten. Von denen gibt es eine ganze Anzahl. Hat verschiedene Ursachen, aber Heilung ist eine Sache. Und dafür wollen wir beten. Danke, Herr. Herr, dass du jetzt auch diesen Menschen am Herzen heilst. Und danke, Herr, dass wir Wiederherstellung bitten dürfen. Herr, für den Schöpfungszustand. Herr, ein gesundes Herz, ein gesunder Organismus. Und Herr, auch all die anderen, Herr, die irgendwo Arterienverstopfung haben, Verkalkung und was da alles, wie das Zeug alles heißt. Ich danke dir dafür. Herr, dass du alles kennst und Herr, danke, Herr, dass du jeden liebst und danke, Herr, du bist vor lauter Liebe, Herr, auch ans Kreuz gegangen. Herr, für Rettung, aber auch für Heilung. Danke, Herr, dass du der Heilende bist. Amen. Amen. Menschen erleben Gottes Hilfe und wir freuen uns immer darüber. Und eine Frau berichtet uns, Gott ist gut. Letzten Freitag bat ich während eurer Sendung Hoffnung um 12 um Gebet. Ich hatte vor über einem Jahr Brustkrebs und bekam davor die Diagnose Rheuma. Letzte Woche stand ich so unter Attacke und hatte ein ganz schlimmes Kopfkino. Gestern war ich wegen schlimmen Schmerzen in der operierten Brust bei der Ärztin zum Ultraschall. Aber Jesus sei Dank, sie konnte überhaupt nichts feststellen. Ja, und manchmal geht unser Kopfkino mit uns durch und da dürfen wir Gott vertrauen, dass er uns wirklich bewahrt. Und aus der Schweiz kam folgende Gebetserhörung. Wir wohnen zurzeit in einer Wohnung mit zwei steilen Treppen. Da wir schon älter sind, waren das für uns Gefahrenquellen. Vor erst knapp einer Woche haben wir unsere Wünsche dem Herrn gebracht. Am nächsten Tag zeigte uns unsere Tochter eine Wohnung, die frei ist. Diese ist im Parterre mit Gartensitzplatz, ganz nach Wunsch, im Zentrum des gleichen Dorfes, wo wir jetzt sind. Und 3 Tage später wurde uns die Wohnung zugesagt. Lob und Dank dem Herrn. Wie schön! Und eine Frau schreibt dankbar, ich habe vor ein paar Wochen um Gebet für den Schwiegervater meiner Tochter gebeten. Er kam mit Bauchkrämpfen ins Krankenhaus und hatte zudem noch eine einseitige Lungenentzündung. Er hat auch Morbus Bechterew und deswegen große Beschwerden beim Atmen. Weitere Untersuchungen haben eine starke Entzündung des Dünn- und Dickdarms aufgrund der jahrelangen Medikamente ergeben. Er konnte über 2 Wochen nur Suppe zu sich nehmen und hat stark abgenommen. Euer Gebet hat schnell gewirkt. Innerhalb von ein paar Tagen konnte er wieder essen und es ging ihm zusehends besser. Inzwischen arbeitet er wieder. Gott tut immer noch Wunder. Und das ist wahr. Gott tut Wunder. Und das freut uns sehr. Was hat er bei dir getan? Hast du irgendwo eine Gebetserhörung von einer Krankheit? Oder hast du auch eine schöne Wohnung bekommen, wo du dafür gebetet hast? Wir würden es gerne wissen. Lass es uns wissen. Unsere WhatsApp-Nummer ist eingeblendet. Da empfangen wir Gebetserhörungen, die wir gerne, gerne weitersagen. Heute der Tipp des Tages, passend zu unserem Bibelvers auch.
Nimm ein Anliegen und beginne Gott zu vertrauen. Du hast bestimmt viele Anliegen, aber nimm mal eines und sag, ja, ich vertraue dir. Und nicht nur sagen, sondern auch tun. Ich vertraue dir. Und oftmals werden dann die Situationen noch schlimmer, wenn wir Glauben fassen. Und ich sage dir, durch dieses Tal musst du durch. Aber kämpfe es durch, vertraue. Und du wirst sehen, dass es sich lohnt, Gott zu vertrauen. Sende uns dein Anliegen. Wir bringen es vor Gottes Thron. Und auch am Telefon bis 13 Uhr heute. Ich möchte dir heute unser neues Magazin empfehlen. Kennst du schon unser kostenloses Magazin? Mit hilfreichen Artikeln für dein Leben und vielem mehr. Lass dich jeden Monat neu inspirieren. Und wenn du das Magazin zum ersten Mal bestellst, erhältst du das Buch Du bist wertvoll von Daniel Müller als Geschenk dazu. Gleich hier die Bestellkarte ausfüllen und kostenlos mitnehmen. Wir verabschieden uns für heute und wünschen dir Gottes reichen Segen. Alles Gute, der Herr segne dich. Hol dir unser Magazin nach Hause. Natürlich kostenlos. Das und noch vieles mehr findest du auf missionswerk.de. Wir freuen uns auf dich.